Hallo liebe Freunde, heute haben wir einen VW Touran, bei dem leuchtet ESP-Lampe, diese gelbe Zeichen. Jetzt müssen wir unser Diagnosegerät anschließen und den Speicher auslesen. Was sagt das? Okay. Jetzt gehen wir Auswahl. Bremste Elektronik, Fehlerspeicher, gebe 1 vor Bremsdruck. Okay, zurück, Fehlerspeicher löschen, geht nicht, es kommt nochmal, gebe 1 vor Bremsdruck, G201. Okay, das heißt, die ABS-Einheit hat Fehler. Das müssen wir ABS-Einheit ausbauen und zum Reparatur schicken. Die ABS-Einheit befindet sich ganz hinter dem Motor. Dort sind mit der 6 Leitungen befestigt. Jetzt müssen wir das Ding ausbauen und zum Reparatur schicken. Die ABS-Einheit wurde repariert. Es war ein Drucksensor defekt. Jetzt bauen wir ein.
Alle Leitungen und Stege sind dran. Jetzt können wir ganze Bremssysteme entlüften mit diesem Gerät. Geht's los. ESP-Lampe leuchtet nicht mehr, aber trotzdem werden wir Fehlerspeicher lesen und löschen. Wir sehen, es blinkt. Das ist ganz normal. Wenn wir im Bremssystem eingehen und leuchtet Bremsdrucksensor 1G201. Okay, löschen. Es blinkt. Jetzt müssen wir verlassen, dann muss nicht leuchten. Ja, leuchtet nicht mehr. Die Batterie ist schwach, richtig. So, wir springen an. Jo. Und die Kontrolle leuchtet. Ganz normal, vielleicht eine Spannungsversorgung. Kann sein, aber die Batterie ist ganz schwach. Das kriegen wir später. Ja, meine Freunde, man kann weiterfahren, aber ohne ESP-Unterstützung ist es ganz gefährlich. Diese Fehler, also schwach, ja. Ja, meine Freunde, ich freue mich auf Ihr Like, Subscribe und Kommentar. Tschüss, bis nächstes Mal.